Hallo liebe Hausbauhelden, in unserer heutigen Haustour zeige ich euch ein bereits 14 Jahre altes Fertighaus, das ein echter Evergreen ist. Am Musterhaus Erlangen von Fertighaus Weiß kann man gut sehen, wie alltagsnahe Architektur mit flexiblem Grundrisskonzept, hohem Kniestock, integriertem Carport und solider Bau- und Detailausführung über die Jahre top aktuell bleibt. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ein Hauptbaukörper, der relativ schmal ist, sind hier 8,30 Meter, in der Länge sind es 11,40 Meter. Es gibt verschiedene Anbauelemente, die ich euch später noch erläutern werde. Dann haben wir 1,60 cm Kniestock, 32 Grad geneigtes Satteldach, etwa 163 Quadratmeter Wohnfläche. Auf dem Dach ist eine kleine Photovoltaikanlage, 2,25 Kilowatt Peakleistung. Das hat man vor 14 Jahren noch ein bisschen anders dimensioniert. Und auch die großen Dachüberstände sind so eine typische Sache, die man eben vor 10, 14 Jahren noch gemacht hat. Man hat hier am Ortgang jetzt 80 cm, an der Traufe 70 cm. Deshalb braucht man dann eben auch hier diesen Flugspachen nochmal. Wenn man das nicht möchte, hat man dann natürlich kleinere Dachüberstände. Was man hier schon sehen kann, sind Holz-Alu-Fenster. Die sind seit 14 Jahren da drin, da passiert gar nichts. Das ist außen so eine Aluschale in so einem Glimmergrau. Das ist ein ganz schöner Farbton, der auch immer noch sehr aktuell ist. Und was man hier sehen kann, ist, dass eben auch damals schon solche Fensterflächen teilweise durch so eine Rautenholzschalung zusammengefasst worden sind. Die ist jetzt deckend gestrichen im RAL-Farbton Schlammgrau, 7030 ist das, glaube ich. Und die werdet ihr so alle 5 bis 7 Jahre mal nachstreichen müssen, wenn ihr die so deckend gestrichen haben wollt. Die weiße Putzfassade ist auch vor mehreren Jahren frisch gestrichen worden, also jetzt nicht letztes Jahr, als das Haus innen eine Generalüberholung, was die Möblierung angeht, bekommen hat. Und was ich euch hier noch kurz zeigen will, ist dieser kleine Erker. Der verspringt nur 60 cm knapp nach draußen, ist auch holzverschalt und den braucht man für die Lage der Treppe. Das hat was mit der relativen Schmale des Hauses zu tun und mit der Grundrissorganisation innen. Das zeige ich euch nachher auch. Ich wollte euch nur sagen, so ein Erker sind natürlich 4.000, 5.000 Euro Mehrkosten, die ihr da habt. Das müsst ihr euch also gut überlegen, ob es euch das wert ist. An der Stelle ist es ganz schlau gelöst. Durch den großen Dachüberstand kann der noch unterm abgeschleppten Dach drunter sein. Braucht jetzt nicht noch irgendwie so ein kleines Flachdach. Das ist also noch mal etwas effizienter, was die Kosten angeht. Was ihr vielleicht auch schon hört, das Musterhaus liegt direkt an der Autobahn. Es ist hier ziemlich laut und ihr könnt euch das schon mal merken, wie sich das anhört, weil wenn wir gleich reingehen, werdet ihr hören, man hört nichts mehr. Obwohl bei diesem Haus jetzt noch keine besonderen Schallschutzfenster oder Schallschutzmaßnahmen ergriffen worden sind. Die Haushülle ist natürlich auch schon 14 Jahre alt. Von der Konstruktion war das damals schon so gut gedämmt, dass es dem heutigen Standard Effizienzhaus 40 entsprechen würde. Die Förderung ist ja gerade eingestellt, aber das ist somit das Beste, was man an Wanddämmung heute noch auf dem Markt bekommen kann. Wenn wir jetzt hier gerade auf dieser Terrasse stehen, das ist eine echte Holzterrasse, das ist Bankirei, ist ein sehr teures Holz, aber man sieht, dass das auch nach 14 Jahren noch gut aussieht. Das ist jetzt wohl alle 5 bis 7 Jahre einfach mal so naturgeölt und ansonsten ist das wirklich noch sehr, sehr gut, obwohl das hier Südseite voll bewittert ist. Das hat sich also wirklich gut gehalten, lohnt sich also. Und was man jetzt hier hinter mir sieht, ist ein ganz besonderer Bodenerker, so ein Querbau. Der sitzt hier nicht ganz mittig und ist auch bewusst so ein bisschen asymmetrisch gehalten. Warum ist das so? Hier springt er etwa 70 cm raus, auf der anderen Seite sind es 1,50 m. Dadurch ist diese Fassade jetzt so ein bisschen nach Süden aufgeklappt. Das heißt, man kriegt da sehr gut die Sonne rein und innen im Obergeschoss gibt es wirklich ganz, ganz spannende Räume an dieser Dachverschneidung. Das Dach hier drauf ist etwa 20 Grad geneigt, also dieses Pultdach, auch da muss man aufpassen, dass man nicht zu steil wird, dann stimmen die Proportionen nicht mehr und wir haben jetzt hier einen relativ breiten Dachrand, der jetzt hier in Titanzink gestaltet ist. Auch diese Arbeiten macht der Haushersteller alle
selbst. Und man kann eben sehen, dass auch, was hier um die Ecke gleich kommt, der Carport und der Garagen- bzw. Technikanbau ähnlich gestaltet sind, weil eben wirklich alles aus einer Hand geliefert wird. Wenn wir hier rum zum Eingangsbereich kommen, sehen wir schon wieder Stichwort alltagstaugliche Architektur. Es gibt hinter mir einen Anbau, da ist Technikraum drin, wäre flexibel nutzbar, sind nochmal 5 Meter mal 3,40 Meter. Und das Schöne ist, dass dann hier eben mit diesem Carport, der dann da so rausgezogen werden kann, gleich ein überdachter, geschützter Eingangsbereich entsteht. Hier hat man jetzt wieder dieses Titanzinkblech an dem Attika-Rand. Das ist ganz praktisch, weil da gibt es auch keine Korrosionsprobleme. Das heißt, da läuft einem dann am Putz auch nach 14 Jahren noch keine Rostnase oder Wassernase irgendwo runter. Das sind einfach Sachen, die sehr gut gelöst sind. Wir schauen uns das Dach auch gleich von oben an. Das ist nämlich extensiv begrünt. Und was wir hier schon sehen, es gibt zwei Eingangstüren. Denn hier hat man sich Gedanken gemacht über diesen Anbau. Der könnte auch etwas größer sein. Dann wäre das ein separater Einliegerwohnung, ein separater Bürotrakt. Alles Dinge, die zum Thema Flexibilität und spätere Umnutzung ganz wichtig sind. Aber jetzt gehen wir mal durch die Haupteingangstür und schauen, wie es drin aussieht. Den man hier betritt, ist ein 7 Quadratmeter großer Flur, der wirklich thermisch getrennt ist. Also es gibt eine Tür und dadurch, dass jetzt hier Gästebad und dieser Technik- oder Anbaubereich abgehen, könnte man diesen Bereich eben später auch separat nutzen. Wir haben hier eine lichte Raumhöhe, standardmäßig von 2,45 Meter. Sehr schön finde ich dieses hohe Fensterband, das ganz viel Licht von der Küche auch hier reinholt. Brüstungshöhe 1,50 Meter. Man kann da auch sehen, es gibt hier wirklich so eine Flucht mit dem Fensterband, das in der Küche liegt, was planerisch sehr schön gelöst ist. Und auch wieder die berühmten Einbaumöbel aus der Schreinerei des Hausherstellers. Hier ist jetzt wirklich so eine Nische eingelassen für dieses Garderobenmöbel. Das wäre natürlich jetzt insgesamt als Garderobe noch ein bisschen wenig für eine Familie. Aber wir schauen jetzt gleich einmal kurz in diesen Anbau. Da gibt es nämlich auch noch Platz. Das wäre jetzt der 15,5 Quadratmeter große Technikraum. Man sieht schon, hier gibt es Einbauschränke. Da ist jetzt teilweise die Technik dahinter. Da wäre aber natürlich auch Platz für eine Garderobe. Hier ist auch Platz für Waschmaschine und Trockner, sodass das Haus wirklich auf Bodenplatte funktioniert. Man kann den Anbau natürlich auch größer dimensionieren. Dann bekommt man hier auch ein Gästezimmer oder eine Einliegerwohnung rein. Deshalb ist hier auch schon mal diese separate Hauseingangstür eingebaut. Und hier möchte ich euch nur kurz zeigen, das ist jetzt eine Luftwasserwärmepumpe, ein großes Gerät, das dafür aber komplett innen aufgestellt ist. Da ist also Heizung, kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung und Warmwasserbereitung alles schon hier drin. Man hat zwei große Öffnungen nach außen, dafür aber kein außen aufgestelltes Gerät. Und dieser Bereich macht das Haus wirklich super flexibel und wie gesagt, je nach Größe des Anbaus wäre das auch anders nutzbar. Hier direkt nebenan liegt dann eben jetzt praktischerweise auch das kleine Gästebad oder Gäste-WC. Das hat jetzt hier nur 3,5 Quadratmeter. In dem Fall hat man sich jetzt für Toilette und Pissoir entschieden. Hier würde man auch eine Dusche unterbringen, wenn das Fenster etwas anders platziert wäre. Das wäre also alles möglich. Gucken wir einmal kurz auf den Boden, weil der Bodenbelag hier durchgezogen ist. Das ist eine sehr besondere Fliese, auch vor 14 Jahren schon gewesen. Hat jetzt etwa 60 x 90 cm und ist so Platin-Metallic anpoliert. Anpoliert heißt, dass die nicht hochglänzend ist, sondern eben nur so teilglänzend. Die sieht ganz edel aus, ist aber lange nicht so empfindlich, auch was Flecken angeht oder Putzen angeht, wie jetzt eine hochglanzpolierte Fliese und trotzdem sehr edel. Und jetzt schauen wir mal in den großen offenen Wohn-Esskochbereich. Aus diesem abgetrennten
getrennten Eingangsbereich geht es jetzt in den großen, hellen Wohn-Ess-Kochbereich. Die Treppe im Wohnbereich war vor 14 Jahren noch wirklich ungewöhnlich. Welche Vorteile das bringt, erzähle ich euch nachher noch kurz. Dieser Wohn-Ess-Bereich sind 57 Quadratmeter, ist sehr gut gegliedert und hier über Eck schließt jetzt die Küche an. Die hat nochmal etwa 11,6 Quadratmeter, ist ganz klassisch durch so einen Kochtresen abgetrennt, der jetzt hier 1 Meter mal 1,60 Meter groß ist mit einer schönen dunklen Natursteinplatte. Die Küche ist übrigens 14 Jahre alt. Der Fußboden, das ist jetzt so ein Laminat-Ahorn-Natur, ist etwa vor 6 Jahren neu reingekommen. Sieht natürlich jetzt hier im Musterhaus auch alles noch sehr gut aus. Hier bei diesem Tresen müsst ihr dann immer darauf achten, dass die Höhe der Stühle dazu passt. Das ist jetzt hier nicht so ganz der Fall. Das müsst ihr einfach wissen, wenn ihr wirklich so einen Tresen zum Sitzen haben wollt. Und hier hinter mir sieht man jetzt sehr schön, wie hell die Küche ist. Ich habe jetzt hier wirklich durch dieses Fensterband zum Flur rundherum Licht- und Ausblicksmöglichkeit. Hohe Fensterbänder bringen sehr viel Licht rein. Und die Frage ist ja immer, in welcher Höhe platziert man die? Hier ist es jetzt vom Boden etwa 1,50 Meter. Das heißt, man kann sehr gut rausgucken, ohne dass jemand reingucken kann. Die Fenster sind etwa 72 cm hoch. Hier haben wir jetzt eine Länge von 2,10 Meter. Hinter mir sind es 2,70 Meter. Sehr schön finde ich, dass es kleine Öffnungselemente gibt. Das ist auch in der Küche sehr angenehm, selbst wenn man hier natürlich auch die Abluft hat bzw. die Zuluft von der kontrollierten Lüftungsanlage. Wenn man diese Fensterbänder tiefer setzt, kann man natürlich darüber Oberschränke hängen. Das müsst ihr euch immer überlegen, wie viel Platz ihr in der Küche braucht. Man kann natürlich auch hier nochmal einen Durchgang zum Flur einplanen. Dann hat man den kurzen Weg eventuell zur Speisekammer oder zur Haustür, was auch praktisch sein kann. Hier hinter mir sieht man jetzt mal eine ganz praktische Lösung, nämlich die Geschirrspülmaschine so ein bisschen höher eingebaut auf Bedienhöhe. Also die Höhenabwicklung, sich da zu überlegen, ist wirklich eine ganz schöne und ganz schlaue Sache, weil es einfach total rückenschonend ist. Und ich finde jetzt vom Platz hat man in dieser Küche wirklich an alles gedacht. Man kann hier sehr gut sich bewegen. Trotzdem hat man nicht zu viel freien Raum in der Mitte, den man dann nicht nutzen kann. Ja, also es ist zwar jetzt kein Frühstückstisch hier möglich, aber das schließt ja direkt hier an. Und das ist jetzt schon hier die kleine Leseecke in diesem Erker, in diesem Querbau. Man sieht jetzt hier ganz gut diese Verglasung, die da so schräg rausläuft. Das ist ein sehr, sehr schöner Raum, finde ich. Und diese Rückwand ist jetzt auch mal mit einer Farbe betont. Die Malerarbeiten ist das, was außer den Möbeln jetzt hier letztes Jahr neu gemacht worden ist. Dieser Farbton heißt Light Taub. Das ist so ein Naturton, so ein Grau-Beige, was hier einfach den Raum sehr erdet und was sehr warm und angenehm wirkt. Wenn wir jetzt hier weitergehen, sehen wir auch schon vor 14 Jahren, ganz aktuell ist diese Schaltergarnitur in Chrom. Hier sind es jetzt die elektrischen Jalousien. Das ist das Einzige, was jetzt hier an technischen Spielereien drin ist. Also man kann die elektrischen Rollläden hier hoch und runter fahren lassen. Man sieht schon, vor diesen großen Verglasungen sind es die Lamellenjalousien, die sich dann eben auch so kippen lassen, sodass man auch sehr gut rausgucken kann, auch wenn verschattet ist. Und zu diesen Elementen möchte ich euch auch was sagen. Es ist jetzt total schön hell in dieser Ecke, weil wir hier eben 3 Meter breite Fensterbänder haben. Hier ist das Ganze eine Festverglasung und hier ist es dieses berühmte Parallelschiebe-Kipp-Element, was man dann also irgendwie auch kippen kann oder eben ganz aufmachen. Ich persönlich hätte jetzt vielleicht die Öffnungsflügel nicht in die Ecke gesetzt, weil man da natürlich immer gerne was stehen hat und vom Tisch aus kann man jetzt auch da rauslaufen. Der Vorteil ist natürlich, wenn ich jetzt hier beide Elemente aufmache, habe ich wirklich eine offene Glasecke und einen ganz großen Anschluss hier raus an meine Terrasse und an meinen Essplatz. Wenn man jetzt von hier kommt, sieht man, dass man hier einen sehr gut proportionierten und gegliederten Raum hat, der fließend und offen ist, aber keine falschen Sichtachsen hat. Also man hat nicht direkt den Blick
auf die dreckige Küchenspüle, wenn man hier sitzt. Dann gibt es hier diese große Wand, die weiter vorgezogen ist, dass man vom Hauseingang hier sich geschützt fühlt. Auch die hochliegenden Fensterbänder, die hier ganz viel Licht reinholen, weil die eben über Eck laufen. Sonst ist das oft so ein dunkles Eck. Finde ich total schön. Man kann es hier gut möblieren, weil man eben diese hohe Brüstung von 1,50 hat. Und auch hier haben wir wieder die 2,70 x 70, die wir in der Küche schon hatten. Und diese Oberkante von allen Fenstern im Erdgeschoss läuft auf gleicher Höhe. Auch das fasst den Raum sehr schön zusammen. Das sind etwa 37 cm. Auch das ist nicht selbstverständlich. Was den ganzen Raum auch nochmal zusammenfasst, ist dieses Farbkonzept, das durchgezogen ist. Wir haben die hellen Holzfenster, hier wieder dieses Gräge an der Wand und dann diese dunkle Natursteinfensterbank, also auch das Material, das in der Küche bei der Arbeitsplatte schon zum Einsatz gekommen ist. Diese Wand ist jetzt hier relativ weit rausgezogen, könnte man auch noch ein Stück weiter rausziehen. Dann könnte man sogar diese Treppe, die jetzt hier offen im Wohnraum liegt, später auch noch mal abtrennen, wenn zum Beispiel die Kinder größer sind und man das nicht mehr mitkriegen will, wenn die abends nach Hause kommen. Vorteil so ist, wenn die Treppe im Wohnbereich liegt, das ist einfach ein sehr, sehr schöner Raum. Es ist sehr hell. Die Treppe ist vor 6 Jahren mal neu reingekommen. Auch hier Ahornstufen, helles Holz, diese Glasgeländer. Das Ganze verschmilzt dadurch viel besser mit dieser weißen Wand, als wenn das so diese Eisen- oder Metallstäbe wären. Den Raum darunter könnte man zum Beispiel auch super als Spielecke nutzen. Ich sehe meine Kinder da schon krabbeln und basteln und Häuschen bauen. Das macht man natürlich mit einer Treppe auch nicht, wenn sie direkt im Flur liegt, sondern hier zum Wohnbereich gehört. Natürlich könnte man auch eine geschlossene Treppe mit Setzstufen machen und da nochmal einen Abstellraum integrieren. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Wenn man auf Bodenplatte baut, dann braucht man das vielleicht. Und wir sind jetzt hier in diesem Erker, der 60 cm rausspringt. Ich habe euch ja schon gesagt, das sind Kosten. Und wir haben jetzt hier eine platzsparende Treppe drin, halb gewendelt. Das ist das platzsparendste, was es gibt. Die ist jetzt 2,17 Meter breit, 2,10 Meter tief. Das heißt, hier unten im Erdgeschoss würde die Treppe ja auch ohne den Erker reinpassen. Aber wir sehen gleich oben eine ganz interessante Grundrisslösung, die eben bedingt, dass die Treppe hier weiter draußen liegt. Ich persönlich fände es auch schön, wenn man eine gerade zweiläufige Treppe mit Zwischenpodest hier reinkriegen würde. Dann hätte man nicht die verzogenen Stufen. Auch das wäre möglich. Dann müsste der Erker noch ein bisschen weiter rausgehen, denn dann bräuchte man eine Tiefe von mindestens 3 Metern hier für diesen Erker. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie es oben aussieht. Die Treppe im Erker ist wunderbar belichtet durch diese 2 schlanken hohen Fensterbänder hinter mir, die jetzt 2,48 hoch sind und gut 70 cm breit, so wie die Bänder auch unten waren. Da sieht man jetzt schon, wenn so eine schräge Treppenwange dann vor so 2 Fenstern vorbeiläuft, fände ich jetzt persönlich nicht so schön. Würde man natürlich mit einer geraden Treppe mit Zwischenpodest lösen können. Dann müsste man natürlich gucken, in welcher Höhe die Fenster ansetzen. Hier oben haben wir jetzt den Flur. Da sieht man schon, der ist mit 5 Quadratmetern jetzt wirklich kein Platz verschwendet worden. Und das funktioniert jetzt auch nur so, weil wir hinter mir eine Sonderlösung haben. Man wollte im Musterhaus mal die große Flexibilität zeigen und dass man eben auch individuell planen kann. Hier ist jetzt ein großes offenes Büro, das sind etwa 42 Quadratmeter. Ist aber schon angedeutet, dass man das in bis zu 3 Kinderzimmer aufteilen könnte. Dann allerdings braucht man einen größeren Flur von etwa 8 Quadratmetern, weil man ja auch die Türen unterbringen muss. Deshalb verlinke ich euch auch den Grundriss mit dieser Kinderzimmerlösung, wo ihr euch das mal anschauen könnt, dass ihr mal so wisst, was bedingen denn diese Umplanungsmöglichkeiten auch für Raumgrößen und für Überlegungen bei der Treppenplanung. Hier hinter mir, das ist jetzt ein Beraterbüro, wäre dann quasi das erste Kinderzimmer. Hier im Giebel würde man dann das zweite Zimmer unterbringen. Das wäre etwas kleiner, nur etwa 11 Quadratmeter.
aber natürlich sehr attraktiv. Man hat hier nochmal das gleiche große Fensterelement wie unten auch in der Leseecke, sodass von außen auch die Ansicht sehr schön ist. Und was ich vor allen Dingen schön finde, ist die Geometrie, die sich jetzt hier oben an der Decke ergibt. Dadurch, dass ich dieses 32 Grad Satteldach mit diesem schräg gestellten Pultdacherker verschneidet. Das ist also ein sehr attraktiver Raum. Hier wäre dann das dritte Kinderzimmer. Das hat dann im Plan etwa 15 Quadratmeter oder etwa 13 Quadratmeter, je nachdem, wie man die Wand setzt. Und hier möchte ich euch jetzt nochmal zeigen, man hat ja außen Kniestock 1,60, da bleiben dann innen noch etwa 1,53 lichte Höhe. Das kann man also sehr gut möblieren und für ein Kinderzimmer auch sehr schön, finde ich, diese Fensterbänder im Kniestock. Auch das sind jetzt wieder die, die wir schon unten gesehen haben von der Proportion, sodass sich eine gute Außenansicht ergibt. Die Brüstungshöhe sind hier etwa 50 cm, da kann man also eine Bank drunter stellen. Auch ein Bett ist an der Stelle noch möglich. Und die sind natürlich jetzt abschließbar bzw. eben nur zu kippen, damit da keiner rausfällt. Wenn man die putzt, kann man die hier aushängen, sodass man sie ganz runterklappen kann zum Saubermachen. Ein Bett wäre natürlich auch möglich, hier als Hochbett oder mit einer Zwischengalerie einzuziehen, was für ein Kinderzimmer auch immer ganz toll ist. Und da braucht man dann eben auch nicht so viel Raumgrundfläche, weil es dann einfach das Bett eben oben hat. Auch sehr schön für ein Kinderzimmer, wenn die Kinder noch klein sind, ist, wenn es diese bodentiefen Fenster gibt. Hier sind jetzt einfach diese verzinkten Geländer davor. Und was ich auch sehr schön finde, man guckt ja jetzt hier auf das Carportdach. Und da könnt ihr jetzt mal gucken, das ist wirklich seit 14 Jahren ein extensiv bepflanztes Gründach. Da ist nichts dran gemacht, das wächst einfach so. Ist natürlich zum Draufgucken viel schöner als jetzt einfach nur verschweißte Dachbahnen oder ein Kiesdach. So eine extensive Begrünung kostet euch dann auch noch mal 3.000, 4.000 mehr als jetzt ein einfaches Kiesdach. Und dafür braucht ihr auch in der Regel einen Landschaftsgärtner, der euch das da anlegt. Ich finde, es lohnt sich wirklich. Man könnte natürlich da auch einen begehbaren Balkon drauf machen, der dann auch Zugang hätte vom Bad, das daneben anliegt. Und da schauen wir jetzt auch mal rein. Das Bad ist knapp 13 Quadratmeter groß und dafür, dass es 14 Jahre alt ist, noch sehr aktuell, wie ich finde. Man hat hier so ein L-Wand-Element reingesetzt, um für die Dusche und das WC eine Nische abzutrennen, was sehr schön ist. Ich persönlich finde es immer nicht so schön, wenn einem die Tür da so aufs WC zuschlägt. Insofern könnte man sich auch überlegen, das zu tauschen, Dusche im WC. Natürlich hat man hier so einen Stopper, dann funktioniert das auch. Wir haben hier auf dem Boden wieder die gleiche Fliese wie unten. An der Rückwand hier mal die Mosaikfliesen und auch wieder dieses Format aus dem Gäste-WC, die 30 x 90 cm. Und was hier auffällt, auch hier ist Dach gleich Decke, also Raumhöhe von bis zu 3,80 Meter. Im Bad muss man sich überlegen, ob man sich da dann vielleicht so eine Zwischendecke reinziehen will, weil er natürlich die warme Luft hier dann eher mal nach oben abhaut, aber mit Fußbodenheizung ist es eigentlich kein Problem. Hier finde ich es sehr schön, dass man mal eine richtige Sitzbank integriert hat. Das ist im Bad wirklich ganz, ganz viel wert, wenn man sich setzen kann mit kleinen Kindern, auch wenn man mal älter wird. Drunter hat man Stauraum und hinter mir ist jetzt wieder dieses Fensterband im Giebel. Das heißt, ich kann von der Wanne aus rausschauen und weil der Dachüberstand da so tief runtergezogen ist, man sieht das, hat man da also auch Sichtschutz. Sehr gemütlich und schön ist es in dieser Wanne auch durch diese kleine Wand, die da nochmal abgeteilt ist. Die hat jetzt statisch keine Notwendigkeit, aber der Architekt sagte mir, irgendwo muss man ja den Sektkühler abstellen können. Fand ich eine sehr nette Idee. Hier rum geht es jetzt vorbei, auch wieder an diesem bodentiefen Fenster, wo man sich im Bad immer überlegen muss, wie ist es mit Sichtschutz. In die Dusche, die ist jetzt hier hinten dran. Die ist jetzt wieder nur in Anführungsstrichen 89 cm breit. Ich hätte mir vorstellen können, dass man die Wand ein bisschen versetzt. Man hat ja hier genug Platz, dass es in der Dusche noch ein bisschen mehr Platz gibt. Aber sie ist schon 1,50 tief. Das ist sehr gut. Das heißt, mit dem Spritzschutz funktioniert das hervorragend. Und auf dem Boden diese Mosaikfliesen, das ist natürlich ganz hübsch, ist auch rutschhemmend, aber durch den hohen Fugenanteil nicht so besonders pflegeleicht.
Hier vor Kopf ist dann Platz für das Doppelwaschbecken, das jetzt hier mal als ein langgezogenes Waschbecken realisiert ist mit zwei Wasserauslässen, was ganz schön ist. Folgerichtig ist natürlich auch diese Spiegelfläche dann nicht geteilt. Schön ist die eingelassene Beleuchtung. So ganz praktisch ist das mit diesem Aufklappen nach oben nicht. Und ich würde mir im Alltag auch mehr als eine Steckdose hier wünschen. Gegenüber liegt das Elternschlafzimmer. Auch da gehen wir jetzt ganz kurz rein. Das hat eine Fläche von etwa 15 Quadratmetern, wobei da noch ein bisschen Fläche abgeht für diese Einbaulösung. Einbauschränke auch wieder aus der Schreinerei des Hausherstellers. So kann man dann auf eine Ankleide verzichten. Ich hätte dann allerdings wahrscheinlich die Schränke tatsächlich bis oben hin den Stauraum genutzt. Das ist jetzt hier in so ein Wandpasspartout eingelassen. Dann hätte man da oben noch Stauraum für Sachen, die man jetzt nicht täglich braucht. Auch so eine Nische, wie wir sie da sehen, kann sehr sinnvoll sein, um zum Beispiel noch mal eine Kommode unterzubringen. Wobei ich persönlich es dann schön finde, wenn die Nische auch so tief ist, dass die Kommode dann bündig reinpasst. Jetzt haben wir alle Räume gesehen im Musterhaus Erlangen. Grundrisse und auch eine Preisinfo habe ich euch in die Description gepackt bzw. unten verlinkt. Und wenn ihr euch das Haus selber mal anschauen wollt, es steht als Musterhaus in der Fertighauswelt Nürnberg, direkt an der A3. Ist in der Regel geöffnet, mittwochs bis sonntags von 11 bis 18 Uhr. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Am besten mit Glocke. Denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.